Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play League of Legends. Warum kann ich nichts kaufen? Kann ich B drücken? What the fuck hängt der Scheiß jetzt etwa? Okay, ich bin zu sehen. Have to restart. Can't see anything. Wobei, ich könnte auch einfach mal Video-Settings kurz ändern. Okay, hilft auch nichts. Ja, wir beenden das jetzt einfach mal kurz. Okay, wir kommen gleich ins Spiel rein. Damit auch hallo und herzlich willkommen. Wir waren eben schon mal ganz kurz im Spiel drin, aber wir haben nichts gesehen rein, gar nichts. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, es ist vielleicht klüger, nochmal neu zu starten und dementsprechend auch was im Spiel zu sehen, weil wenn man keinen Spieler sieht, keine Minions, sich selber nicht sieht und nichts einkaufen kann, weil man das Menü nicht sieht, ist das durchaus etwas blöd. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwie durch Klicken was gekauft, was ich nicht sehen konnte, dass ich es kaufe. Und dementsprechend irgendwas. Okay, die Videoeinstellung hatte ich eben geändert. Das war vielleicht ein kleiner Fail. Die stellen wir gerade mal wieder zurück auf 4920 zu 2000. Und zwar bling. Das sieht auch schon wesentlich besser aus. Wir wollen das haben. Wir wollen einen davon. Aber wir wollen ein Defense-Item. Und zwar das hier. Oh, wir haben noch mehr Platz für Zeug. Gut, das nehmen wir alles mit. Und los geht's. Sorry, but now I see stuff. Like gems and minions and shit. Okay, wir scheinen zu zweit sein. Wollte er nicht eigentlich jungeln? Nein, er wollte scheinbar nicht jungeln. Wunderbar. Dann kriegt er jetzt Unterstützung. Und ja, vielleicht ist es euch schon aufgefallen, das ist jetzt kein Poro-Game. Das ist ein ganz normales Game. Und zwar auch wieder mit dem Barkate-Account. Wir spielen als Jogard. Und wir haben hier mit einem Jax, also wir haben hier einen Jax zusammen auf der Lane. Mitte ist bei uns Katharina gegen Fizz und Bottom Lane ist Lucian und Blitzcrank gegen Lucian und Soraka, so wie es aussieht. Wen haben wir hier eigentlich? Wir haben Ke Kyle, die Kyle wohlgemerkt. Ich will gestunt. Super toll. Also eigentlich nicht. Hilfe! Tut mir doch nicht weh, sowas macht man doch nicht. Okay. Lupp! Ihr Penners. Und, ja, wie heißt der andere? Nautilus heißt er, genau. I shall bring them terror. Machst du aber nicht. Also, bis jetzt hast du mir noch keinen Terror gebracht, ja? So. Ich habe einen Heal. Wir können ruhig weiter pushen. Ist alles gar kein Problem. Alles gar kein Problem. Und jetzt habe ich auch noch das hier. Okay, dann gehe ich halt wieder. Können ja erstmal hier einen Ward platzieren, auch wenn er nicht wirklich vonnöten sein wird. Aber was tut man nicht alles? Was tut man nicht alles für das gute Spiel? Man platziert auch mal einen Ward. Könnte ich mal hier auch einen Last Hit kriegen? Ich habe bis jetzt vier Minions getötet. Überragende Leistung. Ja, der. Gibt nichts für mich. Definitiv nicht gut.
Er ist wieder da. Aber kriege ich doch Leben, wenn ich Minions töte. Ich muss Minions töten. Also ich krieg Leben immer, wenn ich was töte. Jetzt habe ich ihn getroffen. Hat man ihn aus Versehen getroffen hier? Uns fehlt einer. Das werden wir auch gleich mal publizieren durch einen Ping. Nicht, dass er jetzt irgendwo anders auftaucht und sagt, ihr habt nicht SS gesagt. Das weiß man ja nie. So. Oh, jetzt sind sie beide wieder da mit vollem Leben. Ich habe meinen Heal nicht mehr. Ist schade. Also ist das. Das war mein Fingerknöchel. Guck mal. Aua. Und cool. Zeit zu gehen. Und zwar so weit zu gehen, dass ich nie wieder zurückkomme. Okay, nee, wenn du gehst, dann bleibe ich kurz hier. Oh shit, oh shit. So, tue er doch was. Nö. Ja, ohne Mana ist das ein bisschen blöd, als Jogard unterwegs zu sein. Dementsprechend jetzt ganz schnell zurück. Aha, zu spät. Vollpfosten. Ich brauche Boots. Boots sind. Nein, nicht da. Hier. Boots. Gute Boots. Ja, das sollte erstmal reichen. Noch ein paar. Hier, Potions. Und los geht's. On the way! So, bei denen haben. Beide Teleport. Komm schon, wartet auf mich. Ich will doch auch was vom Killer bekommen. Oh ja, sehr schön. Sehr schön. Good job. Ich muss mal den Ward hier zerstören. Was macht die nette Dame schon? Wunderbar. Ja klar, ich bin zu fett und laufe natürlich wieder mal durch. Ich bin auch nur ein armes, kleines Monster. Guck mal. Könnte ich hier lastet? Ja, ein. Oh, oh. What the fuck? Ganz ehrlich, das ist nicht schön. Sind die beide wieder da und mein Jax haut ab. Ist doch auch blöd. Aber wir stellen derweil mal hier wieder ein Ward auf und ja, nehmen auch einen von den Mana Potions. Oh, der hat ein Vision Ward. Oder heißen die Vision Wards? Ich weiß es nicht. Also die Dinger, die es sichtbar machen, was unsichtbar ist. Die mag ich nicht. Also nicht im Enemy Team zumindest. So, erstmal anschreien. Erstmal anschreien. Komm schon. Okay, das war jetzt dumm. Haha. Ups, weiß ich nicht. Halleluja. Nur der Mann im Mond schaut zu, wenn der kleine Jogard sterben geht. Aha. Einfach mal ein bisschen ihm Schmerzen zufügen, in der Hoffnung, dass sie sich dann nähern und wir sie umbringen können. Und cool. Sehr schön.
paar Millions bekommen. Ich meine, Jax wird wahrscheinlich noch, ja, das Doppelte haben. Aber ein paar Millionen sind besser als keine Millions. Und bald gibt's auch Ulti. Ulti, 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 Ulti. Was hier bei Cho'Gath, om nom 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 nom, das, ja, Fressen ist. Ich glaube, wir haben sogar schon mal als Cho'Gath gespielt. Wenn ich nicht vollkommen falsch informiert bin. Ja, ich komme mit. Keine Angst. Das unverschämt ist das. Klauen die uns einfach unsere Sachen. Erstmal Minion fressen. Schmeißt er mir seine Anker hinterher? Nee, nee, nee. Sachen machen die. Ja, 1600. Ich will doch nur ein bisschen Damage machen. Das ist halt das Blöde, wenn man ohne Runen spielt. Man macht halt gar keinen Damage am Anfang. Ja, stun mich doch die ganze Zeit. Macht mir doch nichts aus. So, ich gehe jetzt hier einen Waldminion fressen. Den da. Nein, den da. Nom 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 nom. Und ja, dann muss ich mich aber auch verabschieden. Ich bin gleich wieder da. Also nicht bei euch, bei denen hier. Hoffentlich stirbt er jetzt nicht. Aber das wird er schon hinbekommen. Ja, hier noch Potions. Komm, komm, Potions. Bisschen Fresschen. Ist immer gut. Man soll ja nicht verhungern. Gerade nicht als großes Ungetüm. Wie ich es eins bin. Ich bin auf dem Weg. Ich beeile mich doch schon. Wo ist der zweite von denen? Diese Wixers. Wixers. Böse Wixers. So. Ist er einfach mal gegangen. Aber das ist gut, weil dann können wir einfach mal hier ein Ward kaputt machen. Dafür 30 Gold bekommen. Hat auch alles auch seine guten Seiten. Bitch. Ich meine natürlich. So. Unser Turret ist schon ziemlich gedamaged. Ist nicht unbedingt so toll. Kann es sein, dass kein AFK ist? Das wäre natürlich wieder bescheiden. Bis beschissen. Weil, ganz ehrlich, AFK ist immer kacke. Egal, ob es bei einem selber im Team ist oder im Gegnerteam. Ich meine, im Gegnerteam hat man auch den Vorteil, dass man dadurch gewinnt. Ah, nee, da ist er wieder. Dass man dadurch gewinnt, aber trotzdem. Scheiße ist es trotzdem. Aber Kaffee hilft, ja. Kaffee. Prost. Und da wir hier gerade so gemütlich langlaufen, kann ich mir auch gerade nochmal Kaffee nachschenken. Oh, die Katharina wird gefeedet, sehr schön. So mag ich meine Katharina. Katharina. Wie auch immer. Minions sterben hier und da. Tralala. Stirb! 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 Na, komm schon! Puh, das war knapp. Erstmal noch ein Pushen reinhauen.
Ich hasse sein Ulti. Sein Ulti macht ihn unverwundbar. Oder ich glaube, er kann es auch auf andere machen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, nee, eigentlich nicht. Aber das Problem ist halt, an ihm verschwende ich dann mein Ulti. Und ja. Ich meine, jetzt habe ich noch überlebt. Aber das kann auch anders ausgehen, dass ich nicht überlebe. Und das wäre uncool. Aber ist ja alles gut gegangen. Daher gibt es jetzt auch noch ein bisschen Milch in den Kaffee, ja. Weil Kaffee ohne Milch ist wie kalte Füße. Ja. Scheiße. Ah. Ich glaube, wir werden dieses Spiel dezent gewinnen bei Katharina Gefildes. Und zwar mit 6-0-1. Aber davon stammen nur zwei von ihm hier. Renn doch nicht so schnell weg. Bitch. So. Ja, Report 6. Ja, ich meine, das ist schon dumm, was er macht. Hat gedacht, er könnte mich im Blatt machen. Kann er aber nicht, ja. Ich bin der Almighty Choker. Wow, Dragon Bonus. Wow. Und da ich auch ein Drache bin, hat ein Drache jetzt einen Drachenbonus. Überkrass. Und ich glaube, wenn ich meine Ulti wieder habe, dann gehe ich mir. Und cool. Ja, wirklich. Ich soll da abhauen. Wäre ich jetzt nicht von alleine drauf gekommen. Ganz ehrlich. Das Problem ist, er hat kein Leben und ich bin U. Ja. Wenn wir noch ein Potion fressen und unser Leben noch voller wird. Aber ja, U zu sein bringt uns dann ja auch relativ wenig. Guck mal, du fliegst in die Luft. Hihi. Komm schon, vielleicht kriege ich ja wieder Mana. Und gut, machen wir das Ding mal kaputt. Haben ja sonst nichts zu tun. Report the Snoop for assisting enemy team, please! Ich weiß nicht. Tut er das? Oder ist er einfach nur schlecht? Ich bin unsicher. Aber ich werde mir jetzt den Blubber holen. Blubber, Hype. I'm not sure if he is just noob or really. Okay. Jetzt muss man hier mal Mitte. Ne, ich schreibe das jetzt einfach mal nicht. Kurz die Mitte halten. Komm schon. Minions. Meine Minions. Meine Minions. Mit der Absicht, dass wir uns gleich einen Blue Buff holen, ist das eh egal, wenn wir hier ein bisschen die Attacken verschwenden. Außerdem kriegen wir unser Leben hier wieder zurück. Und gut. Time to go. Hoffen, dass der Blue Buff von denen noch da ist. Das wäre nämlich richtig nice. Ja, ist er. Perfekt. Können wir hier schon mal antriggern? Wenn wir noch 1000 haben, snacken wir mit dem Ulti weg. Und. Om nom 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 nom. Sehr schön. Sehr, sehr geil. Gut, hast du dran glauben. Alles gar kein Problem. Und in die Luft mit euch. Na, no, dann halt nicht, aber Katharina kommt. Und tschüss.
Der wird gesnackt. Gut. Sehr schön. So läuft das doch gut. Ach ja. Unser Blue Buff. Ach ja, so läuft es. Gleich können wir uns noch unsere richtige Magic Damage holen. Wir haben 303, ja. Wir sind noch nicht gestorben. Sehr, sehr nice. Okay, wir gehen. Rückzug. Hilfe, Hilfe. Ein böser Mann verfolgt uns. Oh, wir haben gerade relativ wenig Leben. Wir sollten uns verpissen. Und tschüss. Aber ich werde hier noch den kleinen hier hinten wegsnacken. Komm schon, komm unter die 1000. Wunderbar. Und Teleport nach Hause. Boah, wisst ihr, was mir heute passiert ist? Das wollte ich hier im Let's Play live und direkt erzählen. Ich hatte heute, also die ersten Stunden Uni sind heute ausgefallen und ich hatte eigentlich nur 2 Stunden Uni und bin dann hin deswegen. Ich habe es am Bahnhof gemerkt, fuck, ich habe mein Portemonnaie nicht dabei. Okay, auf dem Handy habe ich mein Studententicket, aber das gilt nur in Verbindung mit dem Studentenausweis, der natürlich im Portemonnaie ist. Okay, Schwarzfahren geht klar, weil normal werde ich auf der Strecke nicht kontrolliert. Angekommen, dann zurückgefahren. Da fuck, in der ersten S-Bahn von mir waren erstmal Kontrolleure drin. Ich bin natürlich erstmal präventiv ausgestiegen, weil auch wenn ich nur 7 Euro oder so oder 10 Euro bezahlen müsste, will ich nicht. Also, weil man zeigt halt danach, dass man eine Karte hatte und dann muss man nicht so viel bezahlen, also keinen 40. Aber okay, ich bin ausgestiegen und ich wohne, ich glaube, 5 oder 6 S-Bahn-Stationen von der Uni weg. Und habe dann die nächste S-Bahn genommen, die halt 3 Stationen nur weiterfährt, um halt da zumindest näher dran zu sein, dann in kleineren Etappen mich langsam anzupirschen. Ja, aber die letzten 3 Stationen zu mir nach Hause, da ist dann nichts mehr gefahren, weil da irgendeine Stellwerksstörung oder so ein Scheiß war. Und gut, heißt, ich konnte einen Bus nehmen. Mein Handy war mittlerweile auf 6% Akku runter. Sprich, ich konnte gerade noch so gucken, wo ich langfahren kann. Ich habe gehofft, dass der Busfahrer dann keine Karte sehen will, weil ich konnte ihm ja nichts zeigen ohne Handy. Also, beziehungsweise, ich hatte ja keine Fahrkarte in dem Sinne. Ich hatte zwar mein Studententicket, aber ja, das gilt ja nur in Verbindung mit dem Studentenausweis. Und den hatte ich ja nicht, weil ich ja kein Portemonnaie hatte. Und ich hätte mir halt auch noch nicht mal eine Fahrkarte kaufen können, weil ich ja kein Geld dabei hatte, weil mein Portemonnaie ja zu Hause lag. Das war eine durchaus knifflige Situation. Aber der Busfahrer hat sich zufrieden gegeben mit meinem Handy, wo irgendwas drauf zu sehen war. Es war mein Studententicket, aber er hat nicht mal drauf geguckt. Und dementsprechend bin ich dann sicher und, what the fuck, wo kamen die denn jetzt her? Sicher und gut nach Hause gekommen. War aber zwischendurch ein bisschen ja, ängstlich, sozusagen. Guck mal, ich stapel dich mal an. Ich snack den jetzt einfach weg. Und nam nam nam. Und Teleport. So, was kaufen wir? Wir kaufen uns hier irgendwas mit krass viel Leben. Weil wir können uns auch eigentlich was mit Damage kaufen, weil, ganz ehrlich, unsere Gegner machen kaum Damage. Daylight burns. So, ja, du hast jetzt mittlerweile schon des Öfteren geschrieben, dass wir ihn reporten sollen, also unterlass das doch einfach. Das ist so eine Sache, die mich bei LoL ein bisschen nervt, wenn man die Leute, also wenn man so ein Gegnerteam hat mit so einem Arschloch drin oder so einem schlechten Spieler, sagen wir mal so, ich weiß ja nicht, ob der das mit Absicht macht oder nicht, und dann die ganze Zeit kommt: Report him, please, report him, please, report him, please, damit man auch ja dran erinnert wird. Nervt mich ein bisschen. Aber okay. Uncool. Gut, ich mach kaum Damage. Mach sowas nicht. Uncool. Ich will doch auch irgendwas machen. Auf einmal sind sie alle da. Ich weiß, was ich mache. Ich hole mir jetzt den Blue Buff. Ich glaube, das will Blitzcrank auch machen.
Ja, jetzt habe ich keine Mana mehr fürs Ulti. Jetzt habe ich wieder Mana fürs Ulti. Der hat mehr Leben bekommen, glaube ich. Habe ich so das ganz dumme Gefühl. Das war gerade dumm, weil jetzt habe ich wieder keine Mana mehr fürs Ulti. Ganz gute Idee, Chaco. Super toll. Sollte ich da hin? Nein, ich sollte definitiv nicht da hin. Aber okay, jetzt schnell zurück teleportieren. Heilen und mahnen. Und los geht's. Oh, wir können uns eigentlich mal kurz hier Dings holen. Super Speed beim direkten Rauslaufen. Juhu! Und wir werden langsamer. Aber wir sind auf dem Weg zu unserem Freund mit einem Schluck Kaffee. Ja. Tritra, will der abhauen? Gut. Was denkst du eigentlich? Nö. Wie ich dem einfach die Hälfte seines Lebens wegfresse, geil. Aber das heißt, es wird wirklich Zeit, ein bisschen Armor zu kaufen. Weil allerdings der Lucian scheint nicht gerade der Schwächste zu sein. Der muss den wahrscheinlich nur hocken und einmal anschießen. Angriff! Bam. Geil. Sehr, sehr geil. So, hier passiert nichts. Der schießt nur ein bisschen auf Minions. Wenn wir mal Lucian gegen Lucian-Vergleich machen. Also, unser Lucian hat 304 und 188 Minions. Deren Lucian hat 331 und 185 Minions. Also, ich glaube, deren Lucian ist better. Besser, aber wir haben halt einfach das bessere Team, daher bringt ihm das auch nichts, besser zu sein. Cutter am Ausrasten. Komm schon her. Wo willst du hin? Gut gemacht. Ich muss Minions töten, sonst sterbe ich. Lass mich Minions töten. Gut. Turret. Und der Turret ist down. Und der nächste. Ah ne, ist ja gar nicht getötet, das ist jetzt der Inhibitor drauf. Uncool. Nö. Daneben. Ups, nicht mehr daneben. Okay, sind wir mal wieder drauf gegangen. Aber das sollte kein Problem sein, weil Katharina ist wieder da. Oh, Pentakill, Pentakill, komm schon. Triple. Quattro. Komm schon, Pentakill geht. Wuhu, Pentakill. Nice. Plate, report 6, please. This 6, never mind, ja. Ist nicht irgendein. Sehr schön. Und wir sind wieder klein, wir müssen wieder Zeug fressen. Können wir aber erst wieder in 12. Gibt es denn irgendeinen Buff? Ja, oh ja, wir kriegen hier den Blue Buff, können wir uns klauen. Not here, you're not better. Are you fucking kidding me? Nein.
Wobei, wir gehen jetzt zurück, kaufen uns was und dann ist es eh vorbei. Hier, damals schon. Ja, ja. Oh, das ist der Enemy Blue, der wiederkommt. Gut, geh mal dahin. Auch in Ordnung, ja. Will ja nicht so wie ich sein. Oh nee. Den holt sich der Jagd. Könntest du fucking not mich wegschubsen? Arschloch. Schuss, Schuss und Nam Nam Nam. An ally has been slain. Oh, da sollte man vielleicht nicht reinlaufen. Minion? Kann ich mir denn... Oh ja, kann ich. Gut. Tschüss. Ich gehe. Wobei, ich soll erst Minion fressen. Kurz was snacken. Weil ich muss ja hier wieder voll werden. Momentan habe ich nur 3, ich brauche 6 davon. So sieht's aus. Aber jetzt haben wir hier ein Item vollständig. Also ein vollständiges Item mehr. Und los geht's. Komm, Joghurt, lauf, du dickes Ding, du! So, wir gucken dir mal einfach mal, was Cutter macht, weil das könnte durchaus amüsant werden. Komm schon. Ja, ich spiele echt nicht schlecht. Weiterlaufen. Oh my fucking god. Nein, sie haben sie umgebracht. Ja, wir pushen einfach. Tralala. Der Jacko ist jetzt da. Yo, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play League of Legends. Bis dahin euch eine gute Zeit und bye bye.